Willkommen, willkommen zurück zum neuen Part von The Witcher 3. Wir machen uns sofort auf den Weg zur Markierung. Wir wollen ein paar Orte erkunden. Ja, fängt ja gut an. Jetzt kommen wir hier nicht durch. Beziehungsweise rüber. Wow, fuck you. Come on. Interessant. Also ich glaube, mit dem Pferd ist es hier ein bisschen beschissen. Da müssen wir eben anders hier hoch. Oder rüber. So. Da hinten ist irgendwas. Ist das ein Bär? Bewachter Schatz. Na du? Oh. Tja. Jetzt sind wir wieder überlastet. Aber ich guck mal, was wir hier eingesammelt haben. Vielleicht ist es ja gut. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich mach mal das auch weg. Und das. Ich guck mal. Ja, Mann, mir gefallen immer die Kleidungsstücke nicht so. Aber sie sollen ja nicht schön aussehen, sondern eigentlich mehr uns helfen. Können wir erstmal lassen. Gibt's hier noch ein paar Sachen? Anscheinend nicht. Ich mach mal kurz eine Meditation. Ups. Ich wollte eigentlich nicht rückwärts. Jetzt ist es Nacht. So, Weltkarte nochmal. Jetzt hier hin. Das Tolle ist, man weiß nie, was uns jetzt an diesem Punkt erwartet. Ob da ein bewachter Schatz ist, Banditen, Monster, irgendwas. Man kann es nie vorausahnen. Erst wenn man da ist und es zu spät ist, um abzuhauen. Und jetzt ist es auch noch nachts. Nachts im Wald, ja, das ist schön. Ein Monsterlager, na klasse. Und das nachts. Drachen? Oh Gott. Ob das eine gute Idee ist. Ich weiß ja nicht. Erscheinungen. Wir können ja erstmal ein bisschen gucken, was es hier gibt. Und immer noch vielleicht abhauen? Ich weiß nicht. Da ist noch eine Geistererscheinung, da gehen wir gleich hin. Ui, wir sind umzingelt hier, wa? Das Problem bei Geistern ist, die kommen immer wieder. Tötet sie ja nicht wirklich. Hallo?
Erstmal einsammeln, was wir können. Ganz schön dunkel hier. Ja, aber klar, dass wir jetzt überlastet sind. Ich glaube, diese Ketten sind ziemlich schwer. Hier, ich habe 4 Stück davon. Ja, die sind ziemlich schwer. Ich mach mal 2 weg. Becher. Ja, viele Sachen davon brauche ich eigentlich gar nicht. So dringend. Diese Fälle findet man eigentlich ziemlich häufig. Eine Trolldelikatesse. Mhm. Schön, das können wir bestimmt nochmal gebrauchen. Mensch. Reparaturset ist immer sehr praktisch. Können wir ja gleich mal hier benutzen, oder? So. Okay. Hier gibt's nichts weiter. Können wir ein bisschen. Ah, jetzt können wir Teller machen. Ja, toll. Habe ich nicht gesehen vorher. Oh, ein Rubin. Wir werden ja gleich wieder voll sein. Hier sind Steine, die ich noch nie hatte. Ach, zünden wir es eben so an. Das ist sehr dunkel. Ich sehe hier kaum was. Und jetzt? Ach hier, sieh mal an. Ich speichere mal. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Auf jeden Fall ist hier Gift. Scheiße. Wir sollten vielleicht mal hier was wechseln. Also falls es dieses Gift ist hier. Außer das ist wieder sowas, was den Sauerstoff. Ey, kannst ruhig machen. Mann, die sind ganz schön aggressiv hier. Komm mal her hier. So. Es werde Licht. Nochmal. Wir kriegen wieder Besuch. Können wir überhaupt hier rüber? Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist das? Exima? Ist das nicht dieses komische Vampir-Dingsbums? Oh, weia.
ich habe keine Ahnung, wo man nach sowas sucht. Verfluchte Wesen. Nein. Mann, einer hässlicher nach den anderen hier. Geister. Hybriden. Harpien, nein, nein, nein. Ach, ich find's hier gerade nicht. Shit. Hatten wir dieses Vieh noch nicht? Okay. Das könnte jetzt ein bisschen böse werden. Weil ich kann nicht sehen, wie stark dieses Vieh ist. Ich weiß nicht, ob es sowas ist. Ich mach mal das Zeug hier rauf. Das würde ich gern machen. Oh Gott, es kommt her, wa? Zück doch mal an, du Idiot. Zück doch mal an. Was ist das? Das ist doch so ein Vieh, oder? Los! Wir haben dieses Vampirzeug drauf gemacht. Ist doch so einer, oder? Oh, ist das hässlich. Also dieses Mittel in der Nacht zu sehen, ist wirklich richtig geil. Vampirspeicher, ja, das ist ein Vampir. Das haben wir doch gut gesehen, oder? Ha! Zum Glück hatten wir dieses Mittel schon, sonst wäre es nicht so schnell gegangen. Boah, richtig viele Sachen bekommen. Greifen die Schulenausrüstung. Sollen wir das machen? Also ich habe es erstmal angeklickt. Kommen wir überhaupt noch raus? Gute Frage, wa? Mhm. Katze. Das ist voll cool, dass man so im Dunkeln sehen kann. Someone placed an illusion here. Mhm. Drücken wir mal. Ah, der Ausgang. Sehr schön. Und wir sind draußen. Sehr schön. Wir sehen immer noch alles so verhellt. Erhellt. Hier ist noch der Ort, den wir angucken wollten. Ups, jetzt habe ich es wieder benutzt. Irgendwie wird nichts markiert, wenn ich das jetzt mache. Also hat es, glaube ich, gar keinen Sinn erstmal. Schatzsuche. Das hier ist ein Schatz. Wir sollen das Grab des Hexers Georg oder ich sag mal jetzt, ja, das sollen wir durchsuchen oder was? Wo ist das? Ha. I don't know. Wechseln wir mal wieder. Oh mein Gott, wo sind wir denn?
Wir sollen hier hoch. Wie soll denn das funktionieren? Eine Sternschnuppe. Ich wünsche mir, dass da oben kein schlimmes Monster ist, falls wir überhaupt hier hochkommen. Ort der Macht. Oh Mann, lass mich hier hoch. Los, hoch. Oh, 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 oh. Also das ist ganz schön beschissen hier. Der Ort. Mann, nicht runterfallen. Magic. A place of power. Ja, ein ganz schön spezieller Ort, das hier oben hinzumachen. Ich mach mal kurz Meditation, weil mich dieser Katzenblick in der Nacht ein bisschen nervt. So, ist es jetzt weg? Okay. Wir können es sogar nochmal machen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht runterstürzen. So, gucken wir wieder auf die Karte. Wir wollten ja jetzt hier hin. Hier ist ein Anschlagbrett. Ist ja nicht so weit. Wir kriegen Besuch, oder? Hallo? Oh, wie die mal quietschen, das tut mir eigentlich leid. Aber bevor die mir jetzt in den Rücken fallen, mache ich es lieber zu Ende. Da ist was Einzelnes. Was Schweres. Vielleicht ein Bär? Ja, ein Bär. Der pennt gerade. Hello. Hey, bist du bescheuert? Der stirbt und fällt auf uns rauf. So. Ach, sieh mal einer an, wer hier ist. Why the devil are the witch hunters here to start with? They didn't ride from Novigrad to hang two blobtits, did they? I don't know, my lord. Okay. They say where they were headed. Geralt, good, you've arrived. Can't draw any meaning from this rabble's bawling. Perhaps they talk some sense after a few lashes. Well, spit it out. Where'd they go? To the village in the swamp, my lord. Lass rode with him, asking after her mother, Constant. Lass, we must go there at once, Geralt. Ich muss mich noch vorbereiten. Gotta prepare. Prepare now? Will you shine your boots or trim your nails? Chill mal. Ah, do what you will. I shall take my men and go. Meet you at the Crone's village. Ach, herrje. Zu den Mumen wieder zurück. Ich wollte eigentlich mit Ciri zurück und die Viecher töten. Also diese blöden Mistkühe da. Und nicht mit denen da. Der ist uns doch gar keine Hilfe. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es hier irgendwie einen Waffenschmied oder so gibt. Aber ich sehe keinen. So, jetzt haben wir alles aufgenommen. Sie weint. Oh, können wir hier irgendwas mitnehmen? Ach, kommt man, hier steht so viel rum. Hier ist alles voll und ich kann hier nichts nehmen, oder was? Das ist beschiss. Oh Mann, ey, jetzt hier hängen ja mehrere als nur der eine hier.
Oje, oje. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir das machen? Also so schwach sind wir ja nicht. Und er wartet auf uns. Ach, Mann. Na gut. Ich werde im nächsten Part mit euch zu den Mumen gehen. Und ich hoffe, das ist kein Fehler. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Part.